Hey Leute, und willkommen zurück zu PyQt. So, heute geht es wie versprochen um Layouts. Und es gibt drei verschiedene Layouts, die man so standardmäßig benutzt. Das erste wäre das absolute. Das zweite ist, also das absolute kennt ihr schon, das zeige ich euch aber trotzdem nochmal, keine Sorge. Das zweite ist das Box-Layout und das letzte ist das Q-Grid-Layout. Eigentlich haben sie alle ein Q vorne dran, also Grid-Layout. Genau. Und wir fangen an mit dem mit dem Absolute-Layout. Das ist im Prinzip das, was wir bisher immer gemacht haben. Wir verschieben sozusagen unsere Labels dorthin, wo wir sie haben wollen. Aber zunächst einmal, das Box-Layout funktioniert absolut gar nicht mit dem Q-Main-Window. Deswegen nutzen wir hier weiterhin das Q-Widget. Und ja, ihr könnt dann in dem Main-Window, in dem Q-Main-Window, wie gesagt, könnt ihr halt einfach kein Box-Layout benutzen. Deswegen werden wir jetzt hier Q-Widget benutzen. Für ein Q-Main-Window, wenn ihr davon erben wollt, wegen Statusbar und so weiter und so fort, dann habt ihr da schon ein Layout drin und da könnt ihr dann halt damit arbeiten. Aber wir wollen trotzdem erstmal das Absolute machen. Und zwar sagen wir dazu, achso, ich habe für die, die jetzt erst wieder einschalten, hier oben meine Imports mal wieder ein bisschen sortiert und alles aufgeräumt. Also einfach standardmäßig alles importiert, was wir vielleicht brauchen könnten. Gut, wir wollen ein paar Buttons machen, weil Buttons kennt ihr schon. Und wir wollen zum Beispiel einen Button machen. Sagen wir Upvote gleich Q Push Button. Upvote me. Okay, damit ihr es auch nicht vergesst. So, und jetzt wollen wir noch einen zweiten Button haben, damit wir sehen, was so passiert. Abo gleich Q Push Button. Abo-me oder Sub-me oder sowas. Subscribe heißt es eigentlich auf Englisch. So, und jetzt wollen wir diese beiden Buttons einfach mal hin und her schieben und uns angucken, was da so passiert. Upvote.move und hier sagen wir dann, okay, zuerst x, also x geht von, wir fangen bei einem Fenster, oben links ist 0, 0, habe ich euch schon gesagt, und x ist in die Richtung hier. Und y geht nach unten. Das heißt, wir geben zuerst an, wie weit wollen wir nach rechts, wie viele Pixel tatsächlich. Sagen wir einfach mal 20 und wir wollen, keine Ahnung, 100 Pixel nach unten. So, und dann moven wir noch den Abo-Button. Abo.move, 50 Pixel und 50 Pixel. Okay, so, und jetzt sehen wir, dass wir nichts sehen. Das liegt daran, dass wir diese beiden Buttons hier nirgendwo hinzugefügt haben. Das machen wir, indem wir hier sagen, Self in den Konstruktor rein und schon sind wir glücklich. Okay. So, wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir hier zwei Buttons, die hier einfach regelmäßig irgendwo rumfahren. Und da ist Submi und da ist Upvote Me. Was passiert denn jetzt, wenn ich diese beiden Buttons vielleicht aus Versehen ein bisschen aufeinander fahren lasse? Sowas hier und hier machen wir, keine Ahnung, 70 draus. Halt, das ist die Höhe. Machen wir lieber bei der Breite so ein bisschen was anderes. So, 40, 50. Gut, was haben wir dann? Dann haben wir hier zwei Buttons. Den einen können wir anklicken und den anderen können wir anklicken, aber hier lesen wir nur einen Teil, beziehungsweise wir können eigentlich gar nichts davon lesen. Und das ist nicht so geil. Und aus dem Pixelzählen ist auch nicht so, hat man nicht so wirklich Bock drauf, nehme ich mal an. Deswegen gibt es das Box-Layout. Das Box-Layout schiebt eure Buttons so, wie ihr sie gerne haben wollt. Dazu machen wir dieses Self wieder raus. Wir wollen sie nicht direkt auf unserem Layout drauf haben. Wir wollen sie nicht direkt auf unserem Fenster drauf haben, wir wollen sie auf unserem Layout haben und zwar auf unserem Box-Layout. Dazu, es gibt zwei Box-Layouts, das eine ist horizontal, also so in X-Richtung und das andere ist vertikal, also in Y-Richtung. Und wir werden uns zunächst einmal ein horizontales Layout erstellen und uns angucken, was da so passiert. Dazu brauchen wir ein QH-Box-Layout. Klammer, Klammer, fertig. So. Und jetzt fügen wir einfach unsere Buttons rein in dieses Box-Layout. Dazu sagen wir h.add, add widget. Man kann auch andere Layouts importieren und so weiter und so fort. Das erzähle ich euch aber nachher. Okay, also sagen wir jetzt hier, wir wollen in unser in unser Layout unseren Upvote-Button reinpacken. Und wir wollen in unser Layout unseren Abo-Button reinpacken. Und schon passt alles eigentlich, nur dass wir gar nichts mehr sehen. Warum sehen wir jetzt gar nichts mehr? Naja, wir haben dieses Layout noch nicht irgendwo drauf bezogen. Und wir sagen jetzt hier, okay, wir hätten gerne unser Layout self.setLayout.
wir hätten gern unser Layout als Main Layout für unser komplettes Fenster. Und das ist dann sozusagen der Schlüsselpunkt. Wenn ihr den vergesst, dann seht ihr überhaupt nichts mehr. Wenn ihr es reinmacht, dann seht ihr plötzlich alles. So, und jetzt haben wir hier zwei Buttons, die sind irgendwie unnatürlich breit geworden. Das liegt daran, dass jetzt nicht mehr darauf geachtet wird, wie viel Platz braucht denn der Inhalt. Also dieses Upvote.me, das hat ja eine gewisse Breite. Und dieses Sub.me hat auch eine gewisse Breite. Wir gucken jetzt nicht mehr darauf, wie viel Platz brauchen die Buttons, sondern wie viel Platz steht uns denn zur Verfügung. Wir haben zwei Elemente in der horizontalen, also packen wir die einfach mal komplett nebeneinander. Ja, ist jetzt okay, aber es ist nicht so ganz das, was wir wollen. Und deswegen sagen wir, wir hätten gerne Platz dazwischen, beziehungsweise wir hätten eigentlich gerne Platz oben drüber. H.addStretch. Und, upsala. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt packen wir uns doch einfach eine leere Box, die so viel Platz einnimmt, dass wir wieder so rauskommen, dass unsere Buttons genau die richtige Größe haben. So hätten wir das gerne und so wird es auch bleiben. Allerdings haben wir in der horizontalen, wie wir sehen können, immer noch massenhaft Platz hier und wir wollen eigentlich die Buttons nicht hier oben und vor allem nicht hier haben, in der Mitte, da stören sie uns. Wir wollen sie rechts unten haben. Dazu sagen wir, okay, wir machen kein H-Layout, sondern wir machen noch ein vertikales Layout. Normalerweise benutzt man eben, wie gesagt, beide in Kombination, also Q-V-Layout, V-Box-Layout, Entschuldigung. So, und jetzt sagen wir hier V.addStretch, weil wir wollen sie ja unten links, unten rechts haben, nicht unten links, addStretch und dann sagen wir V.add, Achtung, jetzt nicht addWidget, sondern addLayout. Und hier fügen wir einfach dieses H, dieses horizontale Layout hinzu. Okay. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Wir haben jetzt unsere Buttons hier unten rechts und haben hier oben massenhaft Platz, weil wir hier ja gesagt haben, wir wollen eine Box, die von oben her alles auffüllt, bis wir dann mal Platz brauchen für unser H-Layout. Das heißt, ihr könnt hier oben drüber noch irgendwas einfügen. Oder hier oben drüber einfach noch irgendwas einfügen. Sowas hier. Und was dann passiert ist, wir haben ein, gut, man kann nur jeden Button einmal machen, das heißt, es ist, als ob diese Zeile gar nicht da ist. Wir haben hier ein Upvote-Button und dieser Upvote-Button ist links, das heißt vor dem Stretch. Dann kommt ein Platzfüller, bis einfach alles aufgebraucht ist. Und hier rechts steht wieder der Sub-Me-Button, der Abo-Button. Und von oben her haben wir auch einen Platzfüller, bis wir den Platz brauchen, aufgefüllt sozusagen einfach alles. Ja, wunderbar. Das ist das Box-Layout. Ihr könnt hier logischerweise noch mehrere H-Layouts erstellen und die alle in euer V-Layout reinpacken. Also in dieses V packen wir einfach alle H-Layouts rein, die wir haben. Und dann hat der Stretch relativ wenig zu tun, weil wir fangen ja dann irgendwann mal oben an, bla bla bla. Und irgendwann packen wir dann halt doch mal einen Platzfüller rein und sagen, okay, hier machen wir jetzt noch ein bisschen frei. Und oben ist Inhalt, hier ist Inhalt, aber dazwischen ist dann halt mal Platz. Gut. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen stylistisch. Wo möchte ich auffüllen, wo möchte ich nicht auffüllen? Okay, zu guter Letzt, das Grid-Layout werdet ihr wahrscheinlich vom Taschenrechner kennen oder von eurem Rechner generell, den ihr hier so habt. Das ist sozusagen, man teilt seine, seinen Platz auf in ein Grid. Und was man bei diesem Grid-Layout hat, ist meistens irgendwie nicht ein Button, sondern man erstellt sich diese Buttons dynamisch oder die Labels oder was auch immer. Die Widgets zeige ich euch dann nächstes Video und übernächstes wahrscheinlich auch noch. Was wir hier aber bekommen ist, wir haben was wir dynamisch erstellen wollen. Meistens arbeitet man irgendwie mit Arrays, Namen hätten wir gerne. Und hier haben wir zum Beispiel eine Liste aus den Namen von diesen Buttons, zum Beispiel 1, 2 und so weiter und so fort. Ich kopiere einfach das Ganze mal. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So. Und jetzt kennt ihr das Ganze ja in einem Taschenrechner, sind meistens die Zahlen 1 bis 3 auf einer Reihe. Dann kommt 5, 6, 7 und dann 8 und 9 und die 0 eigentlich auch noch. Aber ja, doch machen wir die 0 auch noch rein, sonst haben wir ein Problem. Wobei, nee, lassen wir die 0 raus, weil ich möchte
Ich möchte nur auf 3 Zeilen beschränkt werden, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 auf einer, jeweils einer Zeile. Gut, was wir jetzt bekommen, ist eine Liste aus Tupels, also mit den Positionen. Posis gleich. So, und jetzt können wir hier das Ganze von Hand eintippen, indem wir sagen 1, 1, ups, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Wir können aber auch einfach sagen, wir nehmen was Dynamisches, wo wir jetzt mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken müssen und sagen IJ for I in Range 3. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch an das Generatorensystem, das ich euch vorgestellt habe. Ansonsten guckt das Video dazu, es ist ziemlich gut, glaube ich. Hoffe ich. Wenn nicht, schreibt es mir drunter. Und J soll auch in Range 3 sein. Das heißt, wir haben jetzt 3 Kreuz 3. Also das heißt, wir haben 3 Zeilen und 3 Spalten. Nämlich das ist eine Spalte, 3 Spalten und das ist eine Zeile, das ist eine Zeile und das ist eine Zeile. Okay. So, und jetzt haben wir die Position und wir haben die Namen. Jetzt können wir sozusagen dynamisch die Buttons erstellen und unser Grid-Layout darauf anpassen. Das heißt, wir erstellen uns jetzt ein Grid. Grid ist gleich QGridLayout. Und Klammer, Klammer nicht vergessen. Und wir setzen dieses Grid-Layout, halt da unten haben wir schon, wir setzen dieses Grid-Layout hier rein als Layout. So, jetzt muss natürlich dieses Grid-Layout noch irgendwas beinhalten. Aktuell ist es einfach nur leer. Und wir sagen deshalb, wir wollen in jedem Feld von diesem Grid-Layout einen Button haben. Das heißt, wir sagen for, also wieder eine Schleife sozusagen, for pose in posis. Aber Achtung, jetzt haben wir nur die Position, jetzt haben wir die Namen von unseren Buttons gar nicht. Das heißt, wir wollen hier tatsächlich auch noch die Namen durchgehen. Name. Und zwar sagen wir jetzt, wir wollen nicht nur alles in Positionen durchgehen, sondern wir wollen sie zusammen zippen. Zippen funktioniert so ähnlich wie mappen. Und hier sagen wir jetzt Namen. Ich erkläre euch das sofort. Was wir machen ist, wir ordnen jedem, also hier sind ja 9 Tupel drin, nämlich 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 und 3, 3. So, das sind 9 verschiedene Tupel hier drin, also Zweierpaare. Und hier haben wir 9 Namen drin. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen das erste Tupel und nehmen die erste Zahl. Wir nehmen das zweite Tupel hier und nehmen die zweite Zahl. Und die packen wir dann sozusagen wiederum in einen Tupel rein, also in einen Zweierteil. Und was dabei rauskommt, ist dann am Ende sowas wie, die Position ist als erstes. Das heißt, wir haben ein Tupel aus 1, 1 und dann haben wir das Ganze wieder in einem Tupel aus dem Namen noch, also sowas. 1, 1 und Komma 1. Das ist der Name von unserem Button, das was später draufstehen soll. Und das hier ist im Prinzip die Position, wo er stehen soll. Und das haben wir jetzt für jeden einzelnen Button gerade gemacht, in diesem einen Schritt hier. Wunderbar und ziemlich geil. Genau. So, und jetzt sagen wir, wir wollen diesen Button einfügen. Also wir sagen Button gleich QPushButton. QPushButton. Und dann den Namen rein. Name. So, und dann sagen wir, wir wollen diesen Button in unser Grid-Layout reinpacken. Add Widget. Upsala. Add Widget. Ihr hättet das übrigens auch alles von Hand coden können. Allerdings wären das ungefähr 10-mal so viele Zeilen gewesen. Und da ihr meine Videos schon gesehen habt wahrscheinlich, habe ich gedacht, das kann ich euch durchaus zumuten. So. Und Sternchen Posi. Weil wir wollen die Position auspacken vorher. Da braucht ihr jetzt wieder das Unpacking. Ups, ich habe das I nicht reingeschrieben. Da braucht jetzt wieder das Argument Unpacking hier. Wir wollen nämlich die Tupel auspacken. Das heißt, hier steht ja aktuell 1, 1, 1, 2 drin. Jetzt steht hier hinten halt 1,1 drin. Sowas in der Art. Okay. Wenn ihr nicht genau wisst, was gerade abgegangen ist, dann schaut euch einfach das passende Video dazu an. Findet ihr alle unter meinem Kanal und ja. So, aber im Prinzip habe ich es jetzt schon geschafft. In diesen paar kurzen Zeilen haben wir uns ein Layout für einen Taschenrechner erstellt. Wenn ich jetzt das ausführe, dann sehen wir hier, wir haben einen Taschenrechner. Allerdings wissen wir noch nicht so ganz, wie groß oder breit er sein soll. Aber die Buttons gestalten sich dynamisch um und wir haben hier dieses 3-Kreuz-3-Schema mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diese Zahlen, die hier draufstehen, das sind die Namen hier
und die Position, also 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3 und so weiter und so fort. Das sind diese Posis hier. Gut, so funktioniert das Grid-Layout. Ihr habt da quasi die Möglichkeit, euer Feld einzuteilen in gleich große Teile. Und ihr könnt übrigens auch nicht quadratische Sachen, also 3 Kreuz 4 oder sowas, funktioniert auch ganz toll. Genau, ja, so funktioniert das. Wahrscheinlich werdet ihr Freunde von dem Box-Layout werden, so wie ich auch. Das ist nämlich das irgendwie Praktischste von allen. Aber ihr sollt auch alle kennen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.